wobei wir auch am heutigen Tag wieder 24 Grad hatten. Sicherlich, ein herrlicher Altweibersommer. Sicherlich gibt es da schlechteres Wetter, um zu sagen, wir schauen uns mal die Eisarena von innen an. Ja, das ist ein Treffer! Schöne Einzelleistung von Sebastian Alt. Richtig, der Verteidiger war es, der sich durchgetankt hat und Ryan Knight keine Chance ließ. Ja, ziemlich genau, 3 Minuten gespielt und die Steelers, der Favorit am heutigen Abend, führen mit 1:0. Die aktuelle Torfabrik der Liga. Und an jedem Bulli-Punkt treffen sich jetzt Matt McKnight und eben jener Patrick Pohl. Und Pohl gewinnt das Ding für sich. Schuss und da ist der Treffer abgefälscht. Der Schuss von der blauen Linie. Philipp Halbauer, die 40. Und wer dann den Schläger reingehalten hat. In dem Moment für uns nicht sichtbar und erkennbar. Spielt aber keine Rolle. Wichtig ist, der Treffer zählt. 1:1. Ausgleich. Nach gut 5 gespielten Minuten. Vincent Schlenker lässt sich feiern, wenn ich das richtig sehe. Na, dann sei es ihm gegönnt. Behauptet die Scheibe. Zintek erneut. Cabana. Und Schuss von Brozenski. Trifft aber Freddy Cabana. Max Lukas. Und das ist der Treffer. Eigentor müsste das gewesen sein. Gibt es natürlich gesehen. Nicht im Eishockey, aber ja, Pechvogel. Müsste der Mann mit der Nummer 50 gewesen sein, oder? Kabitzki ist nicht dabei. Ich meine die 28 war's. Ah ja, genau, der 28er, ja. Patrick Pohl. Ja, aber Freddy Cabana wäre am langen Posten einschussbereit. Wenn er nicht rangeht, dann freut sich hinten der 97er. Von dem er jetzt unglücklich passiert, aber was hätte er machen sollen? René Schofs. Das ist ja, der Treffer, der Ausgleich. Den ersten hat Andy Mechel noch halten können, aber dann war der Goldhelm der Westsachsen zur Stelle und Erik Gollenbeck macht den 2:2 Ausgleich. Schön gespielt von McKnight auf Markus Sommerfeld. Rob Brown mit dem Schuss von der blauen Linie und wer hat den Schläger reingehalten? Ich würde sagen, wir fahren gleich. 3:2. Ja. Erneute Führung. Es geht hier hin und her. Gerade mal 14 Minuten gespielt. 5 Tore haben wir gesehen. So darf es weitergehen aus unserer Sicht. Hier höher in Führung zu gehen, wenn sich das am Ende mal nicht rächt. Sommerfeld jetzt. Jetzt Wrigley. Und jetzt und ist der dritte Versuch. David Wrigley über die linke Seite. Zieht Richtung Tor und spielt dann. Wir können es selber machen, aber spielt dann ab auf seinen Nebenmann. Markus Sommerfeld. Und der netzt ein. 4:2 für die Steelers. 6. Spielminute im 3. Abschnitt. Ja, verdienter Treffer. Wird es natürlich danach schwer für die Eispiraten. Wrigley. Bleiben nur noch gut 2 Minuten übrig. Sommerfeld. Wrigley. Und Tor! Ja, ich meine wieder ein Eigentor. McKnight jagt den Puck einfach mal Richtung Slot in der Hoffnung, irgendeiner wird seinen Schuss von ranhalten. Naja, der Schuss war es dann am Ende nicht, sondern es war der Flipshow. Der Flipshow eines Scrimmage-Tower. Und zwar der Spieler mit der Nummer 48, Danny Büter. Ja, so für die Entscheidung